Sobald du Geldgeber drin hast, arbeitest du nicht mehr für Kunden oder für Spieler in dem Fall, sondern du arbeitest für deinen Aktienkurs. Und das ist ein großes Problem. Inside the Game, Cyberpunk 2070, Phantom Liberty. Ich hoffe, ich werde nicht gespoilert. Kaum ein anderes Game wurde so heftig diskutiert wie Cyberpunk 2077. Es kam mit Verspätung auf den Markt, war auf einigen Konsolen kaum spielbar, die Designer wurden im Netz bedroht. Nun planen sie ihr Comeback mit Phantom Liberty. Erneut ist Superstar Keanu Reeves mit von der Partie und Hollywood-Ikone Idris Elba. Inside the Game begleitet den Entwickler von CD Projekt Red nicht nur im Warschauer Headquarter, sondern auch bei den ersten Präsentationen. Wir gehen mal rein, let's go. Summer Game Fest, Los Angeles. Ja. Geil, Trailer Premiere. Ich will auch mal zum Summer Game Fest. Das ist der Moment. Das erste große Release nach Cyberpunk 2077. Premiere. Hi. Hi. Ich freue mich sehr, als Johnny Silverhand zurückzukehren in der kommenden Erweiterung für Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Die ganze Belegschaft von CDPR war so nervös, glaube ich sofort. Dogtown. Die Präsidentin hat es geschafft, mit der Space Force One in unseren bescheidenen Distrikt zu stürzen. Ich glaube, dass sie auf gar keinen Fall nochmal so eine katastrophale Situation haben wollen wie beim Launch von Cyberpunk 2077. Wirklich? Wer will das? Das will niemand. Oh. Der Release von Cyberpunk 2077 ist auf jeden Fall in Geschichte der Videospielrelease eingegangen, weil meiner Meinung nach gab es noch nie so einen krassen Unterschied zwischen der Versprechung und der Realität. Das Narrativ war, dieses Spiel wird alle anderen Videospiele in den Schatten stellen. Ich weiß noch, als Cyberpunk angekündigt war und so weiter, ich hatte wirklich immer die Hoffnung, dass Cyberpunk die erste echte Konkurrenz zu GTA wird. Mit Night City eben als lebendige, glaubhafte Stadt und so weiter, wo man drin existieren kann, ja, überall mit 1000 Geschäften überall reingehen kann, irgendwelche Sachen machen, pipapo, seinen Körper nach und nach austauschen, upgraden und so weiter und so fort. Das war meine Hoffnung und ich will das immer noch. Phantom Liberty kann das nicht schaffen, das geht quasi gar nicht. Vor allen Dingen, weil man ja auch die Engine wechseln will inzwischen und deswegen hoffe ich immer noch auf Cyberpunk 2, dass Cyberpunk 2 genau das nämlich schafft. Dass wir nicht immer auf das nächste Rockstar-Game warten, dass wir dann nicht die Definitiv-Edition kriegen von irgendwelchen GTA 3s, ja, sondern dass es einfach ein bisschen Konkurrenz gibt. Dover Bär, danke schön, dass es ein bisschen Konkurrenz gibt zu GTA. Willkommen, Keanu Reeves. Geht nicht, weil Cyberpunk zu unrealistisch und futuristisch ist und GTA in der Jetztzeit spielt. Ach so. Gut. Ja, und GTA ist der Ausbund an Realismus. Weiß ich nicht. Es ging mir eigentlich mehr um diese Open-World-Erfahrung. Es ging mir nicht um das Setting. Ja, Red Dead Redemption 2 ist auch diese Open-World-Erfahrung. Es ging mir nicht um das Setting. Es ging mir wirklich mehr um die Open-World-Erfahrung. So, darum. Ja, und GTA ist, ist nicht so realistisch, wie man vielleicht meint. Cyberpunk, das wird wirklich atemberaubend. Die Erwartungen waren extrem hoch. Der Hype war wahrscheinlich der größte in der Gaming-Geschichte. Ich war echt im Hype. Ich habe schon ein halbes Jahr vorher gesagt, Leute, ich mache den nächsten 24-Stunden-Stream, wenn Cyberpunk rauskommt. Und dann kam das Spiel. Ende 2020. Es gab Bugs, du konntest gewisse Missionen nicht zu Ende bringen. Ich weiß, wie es bei euch ist, ja. Es war wie bei Gollum. Ich bin vielleicht ein bisschen davon befangen, ich bin vielleicht ein bisschen sensationsgeil, aber auch beim Cyberpunk-Release, ich habe mir so gerne die Fail-Videos angeguckt. Ich habe Cyberpunk selber gespielt, ihr wisst, das Let's Play kam direkt nach Release. Wir hatten so gut wie keine Probleme. Gut, ab und zu standen wir mit dem Pimmel raus auf dem Motorrad.
Klar, aber wir hatten eigentlich relativ wenig Probleme und kamen auch gut durch. Aber ich habe mir so gern die Fail-Videos angeguckt. Das war wie die Plötze auf dem Dach, ja, bei Witcher. Die Cyberpunk-Videos waren einfach Gold. Es hat auch Spaß gemacht, die anzugucken, wenn man selber nicht davon betroffen war. Es gab Abstürze. Es war eine Shitshow. Das gipfelte ja sogar darin, dass Sony selbst entschieden hat, das aus dem PlayStation Store rauszunehmen. Der Aktienkurs ist immens eingebrochen. Warte, das mit Sony, das, oh Gott, das wusste ich auch. Das war, oh, das hatte sogar einen Grund. Und das hatte auch CD Projekt aber veranlasst. Shit, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber das kam auch in den Medien, ja, in diesen Mainstream-Medien. Das kam anders rüber, als es war. Ich habe leider vergessen, wie es war, weil es ist schon ein paar Jahre her. Aber da gab es noch eine Background-Story und eigentlich die war gut für CD Projekt. Also CD Projekt hat das Richtige entschieden, aber es kam irgendwie dann falsch rüber. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und dieser Shitstorm war immens. Also ich glaube, weltweit war die Gamerschaft einfach angepisst und hat einfach gesagt, CD Projekt Red ist einfach jetzt undurch. Dann bin ich aufgewacht und mein DM-Postfach war halt irgendwie voller Pöbeleien und Morddrohungen. Der Miles ist so super. Wenn man ganz oben ist, ist der Sturz sehr schmerzhaft. Für mich ist Phantom Liberty wie ein letztes Wort von uns, mit dem wir zeigen können, was wir wirklich wollten, was die Gamer fühlen sollten. Ach genau, ja, stimmt. CD Projekt wollte Rückerstattung anbieten, aber Sony gibt keine Rückerstattung. Das war, glaube ich, das Ding irgendwie, ne? Ich glaube, da hat das geclasht und hat Sony das einfach aus dem Store genommen. Ich glaube, so rum war das. Und CD Projekt wollte eigentlich den Leuten anbieten, dass sie ihre Kohle zurückkriegen. Was das Spiel sein sollte. Mit etwas Abstand erkennt man, wie anstrengend und ungesund es für deinen Körper ist, für deine Familie, für deine Beziehung. Oder Sony wollte keine Rückerstattung. Ja, es ist eine harte Geschichte. Das ist Jahre her. It's a tough story. Was ich gemacht habe, ich habe mir nach dem Cyberpunk-Release erstmal Aktien von CD Projekt gesichert. Auf denen sitze ich heute noch. Die bleiben auch schön liegen, einfach long-term. Wir gucken mal. What's the problem, Kurt? Geiler Stuhl. Diese Szene ist sehr lang und das erste, was ich mich frage, ist, warum hat er nur einen Bildschirm und wieso kommt sein Sound aus dem Screen? Warum hat er keine Boxen am Rechner? Der spielt Cyberpunk, hat offenbar ein gutes Setup, ja, gutes Rig, aber da fehlen die ganzen Sachen. Wo ist alles? The distance you can. Er hat zwei Monitore, okay, sehe ich gerade nicht. Yeah. Ach stimmt, rechts ist Desktop mit Dateien. Du hast recht. Ich habe keine Hände. Ich habe keine Hände. Das ist mein Entwicklerbuch. Das erklärt einiges. Na gut. Als Entwickler da kein Geld für Boxen. Das hätte ich wissen müssen. Das tut mir leid. Ja. Quest Director. Notizbücher sind so gut, ne? Karierte Notizbücher. Ich habe damit angefangen, als wir mit Cyberpunk starteten. In dieser Notiz ging es buchstäblich um die ersten Prototypen des Cyberpunk-Szenensystems. Ich möchte euch empfehlen, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche und völlig themenfremd, ich möchte euch empfehlen, wenn ihr Ideen habt, ja, oder sowas und die aufschreibt, nehmt so ein Notizbuch. Nehmt so ein Notizbuch, schreibt die Ideen da rein, arbeitet darin aus. Das funktioniert viel, viel besser, als das irgendwo in so ein Notepad reinzuballern und dann einfach auf dem Desktop zu speichern und zu vergessen. Wenn man das so aufschreibt, funktioniert das viel, viel besser. Wirklich, ist wirklich ein Tipp. Hört sich doof an und hört sich an, wie der Opa erzählt wieder aus dem vorherigen Jahrhundert, ja. Aber Notepad-Texte, du vergisst die einfach, die kommen alle weg, alle deine Ideen kommen weg. Aber wenn du so aufschreibst, dann hast du es hier drin und du arbeitest wirklich mit dem Gehirn, arbeitest du die Sachen aus. Ja, das ist wirklich Lebenserfahrung. Ich verliere die Hefte immer. Echt, ich habe ungefähr, oh Gott, ich habe, glaube ich, 10 von den Dingern vollgeschrieben. Ich habe irgendwann, also ich hatte so eine großen und dann habe ich irgendwie hier Dinner 5 Dinger habe ich irgendwann gehabt. Und die Ideen schreibe ich immer darin auf. Und wenn ich die dann wirklich nochmal weiter ausarbeite, dann mache ich das meistens früher mit Word. Inzwischen kommt immer drauf an, versuche ich das so ein bisschen
Layout auszuarbeiten. Ich arbeite nur mit Notizbüchern, nur. Ist auch viel, viel besser auf jeden Fall. Und das sauber ausarbeiten dann immer schön am Rechner. Anfang ist noch alles ruhig und entspannt, wie ihr seht. Meine Handschrift ist auch mega scheiße. Dann wird es immer hektischer. Und hier könnt ihr Schweißflecken von meinen Fingern sehen und Tränen. Oh Gott. Ich habe das Notizbuch seit Cyberpunk bis Phantom Liberty geführt. Vielleicht bin ich bis zum Release damit durch. Es sind nur noch ein paar Seiten übrig. Krass. Voll das Relikt einfach. Ich sollte jetzt Hände haben. Mal schauen. Also ich sehe die Hände. Die sind da. Er ist sehr nervös. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der arme Mann. Und die Kamera hält ja die ganze Zeit drauf. Dann schneide das doch einfach. Ich habe Hände. Da sind die Hände. Night City. Nach dem Release suchte ich nach einem neuen Job. Ich hatte einige Vorstellungsgespräche. Ich dachte wirklich daran zu gehen. Oh. Aber verständlich. Ich kam hierher, um eine Sache zu tun, und diese Sache habe ich getan. Und um ehrlich zu sein, war mein ursprünglicher Plan immer, Cyberpunk 2077 abzuschließen und dann zu gehen. Es lief nicht genauso, wie ich wollte, aber ich hatte getan, weswegen ich hergekommen war. Und es wäre einfacher gewesen, woanders hinzugehen. Die Aktie hat sich nie wieder erholt. Ich warte den nächsten Witcher ab. Und wenn ich den nächsten Witcher abgewartet habe, warte ich das nächste Cyberpunk ab. Und was auch immer dann noch kommt. Ich bleibe einfach sitzen. Solange ich die nicht verkaufe, habe ich keinen Verlust gemacht. Alles gut. Und nicht jeden Tag damit leben zu müssen, dass mein Name oder der Name meiner Kollegen durch den Dreck gezogen wird. Hudeln, genau. Cyberpunk 2 wird auf jeden Fall kommen, klar. Von mir aus können die pleite gehen. Lieber Maniatore, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber nach dem, was du schreibst, bist du ein Arschloch. Einfach ein egoistisches Arschloch. Weil die ganzen Programmierer, alle Leute, die da sitzen, die können nichts dafür. Die können nichts dafür. Das sind alles Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben, in Überstunden noch und nöcher, ohne Ende, ihre Familie nicht gesehen haben und so weiter. Und alles, was sie dafür kriegen, ist Scheiße. Von Leuten wie dir. Die können überhaupt nichts dafür. Gar nichts. Wollte ich nochmal ganz kurz eben sagen. Ja, also, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen weiterdenken, als nur bis zu deinem Tellerrand, der hier vorne offensichtlich ist. Einfach ein bisschen weiterdenken. Also ich wünsche keiner Firma, na gut, es gibt eine, der würde ich jetzt wünschen, aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten würde ich jetzt keiner, Gaming-Firma sowieso nicht. Ich habe Geld bezahlt für ein Spiel, was nicht läuft. CD Projekt hat inzwischen so viele Patches nachgeliefert, dass du es inzwischen locker hättest spielen können. Locker. Und du hattest jede Möglichkeit, dein Geld zurückzuholen. Warum hast du es nicht zurückbekommen? Weil du wahrscheinlich länger als 2 Stunden bei Steam gespielt hast, vermute ich mal. Ich habe keine Ahnung. Und für deine 60 Euro möchtest du einfach, dass all die 1000 Leute auf der Straße sitzen. Überleg mal das Verhältnis. Schwierig. Ja, mega unangenehm. Boah, macht mich gerade sauer. Ist das ein Katzencafé?
Haben die Katzen Namen? Nein, aber ernsthaft, Katzenkaffee, ich sollte mehr Katzenkaffee. Katzen sind Spezialzüchter. Aber große. Es sind Tiere, an deren Genetik der Mensch aus rein ästhetischen Gründen herumgepfuscht hat. Ich bin auch schuldig, denn ich besitze eine reinrassige Katze. Und das ist ein Cyberpunk-Element. Das ist etwas, was wir tun, seitdem unsere Spezies existiert. Wir passen unsere Umwelt an für unsere Zwecke. Und manchmal passen wir unsere Umwelt schlecht an. Und dann wird sie unpassend für uns, wie wir es jetzt überall erleben. Diese Katzen erinnern mich an Cyberpunk, denn schaut sie euch an. Sie sind total abgefuckt, aber sie sind hinreißend. Und man liebt sie noch mehr. Sieh her, diese kleinen Scheißer. Ich liebe sie. Oh, ich mag den Typen. Er ist mega sympathisch. Schön. Huch! Ach so, ich war kurz irritiert. Da ist etwas sehr Anziehendes an Cyberpunk. Ich habe das schon als Kind gespürt, als ich zum ersten Mal Neuromancer las oder Ghost in the Shell sah. So brutal, bösartig und gleichgültig diese Welt auch ist, so sexy ist sie. Dieser Style ist einfach unschlagbar. Das Cyberpunk-Genre vermischt den Hardboiled und Noir-Krimi. Ich weiß, Ghost in the Shell ist alt inzwischen. Ja, ist wirklich alt inzwischen. Aber ihr solltet ihn gesehen haben. Ghost in the Shell ist einfach ein Kult-Anime. Ist einfach Kult. Sollte man gesehen haben. So gut. Matrix basiert darauf, Cyberpunk basiert darauf. Sehr viele Dinge basieren auf Ghost in the Shell. Super geil. Mit einer Science-Fiction-Verkopftheit. Es geht um das Wesen unseres Bewusstseins. Darum, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Das Cyberpunk-Genre ist ja an sich ein wahnsinnig faszinierendes Genre, weil es ja sich um so existenzielle Fragen dreht. Wo beginnt der Mensch, wo beginnt die Maschine, wenn beides irgendwie anfängt zu verschmelzen, plus diese dystopischen Welten, wie wir sie aus Blade Runner kennen, die beherrscht werden von Megakonzernen, während die Reichen in ihren Wolkenkratzern tanzen und die Armen sich irgendwie auf den Straßen ihr Leben zusammenkratzen. Ich bin auf jeden Fall ein riesengroßer Fan vom Cyberpunk-Genre, weil das für mich so die Art von verstörender Zukunftsdystopie ist, die sich gar nicht mehr so weit entfernt anfühlt, irgendwie mit diesem riesige, kaputte Großstädte. Das Problem habe ich ein bisschen damit. Früher war das alles sehr dystopisch. Aber je länger man auf der Welt ist, desto mehr hat man das Gefühl, das ist gar nicht so dystopisch. Es sieht alles nicht so richtig abgefuckt aus, hier so. Misty basiert auf Blade Runner. Falls ihr euch wundert, warum die gerade aussah wie Misty aus Cyberpunk. Die Misty aus Cyberpunk basiert auf Blade Runner. Es fühlt sich alles nicht mehr so weit entfernt an. Und alles ist irgendwie technologisch und gleichzeitig gibt es eine unfassbare Schere zwischen Arm und Reich und dieser technologische Fortschritt nützt eigentlich nur den Reichen. Das finde ich leider sehr realistisch und fühlt sich an, als würde es kurz vor der Tür stehen. Also an sich ein sehr politisches und sehr, sehr spannendes Setting, was im Gaming aber bis Cyberpunk 2077 fast keine Rolle gespielt hat. Start now. Das Spiel selber, in dem geht es ja darum, dass... Ich schaue dich sehr gerne, aber bei diesem Thema Cyberpunk 2077 lässt du keine Meinung zu. Man bekommt den Eindruck, dass du dafür bezahlt bekommst. Ist auch nicht schlimm, aber lass den Leuten bitte ihre Meinung. Ich lasse den Leuten alle Meinungen. Ich habe vor der Doku gerade Cyberpunk noch kritisiert und gesagt, ich hoffe auf Cyberpunk 2, weil Cyberpunk 1 das nicht möglich macht. Aber es ist keine Meinung zu sagen, ich hoffe, die gehen pleite und alle werden arbeitslos. Das ist keine Meinung. Das ist einfach Arschloch sein. Vielleicht denkst du mal darüber nach. Ich spreche niemandem seine Meinung ab oder wenn er schlechte Erfahrungen mit Cyberpunk gemacht hat. Niemandem. Um Gottes Willen. Ich habe auch Kritik, ganz viel Kritik an Cyberpunk. Ich habe es gerne gespielt, ja, oder Starfield. Ich spiele Starfield super gerne, aber habe super viel Kritik. Also ich weiß nicht genau, ich werde dir den Arsch nicht pudern, ja. Sei mir nicht böse, ich werde niemandem hier den Arsch pudern. Ja, ich werde auch niemanden hier auf dem Silbertablett durch den Raum tragen. Aber Alter, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht genau, woran du dich jetzt gestoßen hast. Daran, dass ich es nicht mag, wenn jemand sagt, ich hoffe, die gehen alle pleite? Oder was? Das war das Einzige, wo ich gerade was gegen gesagt habe. Ja, geh doch zu Netto. Uff, also ganz weird. Wo kommen die Leute denn her? Aus welcher Grube kommen die Leute denn gerade heraufgestiegen?
Was sind das für Menschen? Wie unser Hauptcharakter versucht, aus diesem System auszubrechen. Nee. Ferien haben damit nichts zu tun. Der hatte das mit SZ geschrieben. Das war jemand, der das mit SZ schreibt. Das war noch jemand, der vor der Rechtschreibreform schon unterwegs war. Habe ich gesehen. Das hat nichts mit Ferien zu tun. Das hat, also da ist irgendwie mal ein bisschen Fenster auf Kipp vielleicht. Person, die aus sehr bescheidenen Mitteln kommt und die nun versucht, den großen Auftrag zu machen, um halt reich zu werden, berühmt zu werden und sich über all das hinwegzusetzen. Wie? Can you hear me? Kannst du mich hören? Gut, es hat geklappt. Mein Name ist Songbird. Ich bin MUS Geheimdienstanalystin. Ich habe mich über das Relic-Protokoll eingewählt. Ich spoilere mich gerade, ne? Und höre alles, was du tust. Ich weiß von der tickenden Bombe in deinem Kopf. Nein, doch nicht. Und ich kann dein Leben retten. Ich spoilere mich doch nicht. Aber zuerst musst du zu diesem Geschwür von Night City gehen, namens Dogtown. In Phantom Liberty ist es so, dass wir dem Spiel selber noch einen weiteren Distrikt hinzufügen. Okay, das kenne ich schon. Das ist ein Distrikt, der komplett gesetzlos ist. Also das ist im Prinzip ein abgeschotteter Bereich von Night City, der komplett autonom ist. Und hier regiert ein gewisser Kurt Hansen, der mithilfe seiner militärischen Truppen oder Paramilitärs den Distrikt übernommen hat und hier einfach seine eigenen Gesetze macht. Wenn du auf der Flucht vor der Polizei bist, dann ist das ein guter Ort. Wenn du den Konzernen entkommen willst, Kurt Hansen hält sie fern. Auf diesem Markt übrigens, ne? Da gibt es kaum Spoiler in der Doku, sehr gut. Gut zu wissen. Auf dem Markt übrigens, wo der gerade rumläuft, ich spoiler mal ganz kurz, da stehen auch die Chefs von CD Projekt. Es gibt einen kleinen CD Projekt-Laden, Easter Egg quasi. Habe ich mich sehr gefreut drüber. Werde ich auf jeden Fall auch in die Aufnahme ballern. Die erste Aufnahme habe ich ja eingeeimert, da war ich nicht zufrieden mit. Ich mache es aber natürlich nochmal neu. Ja. Wenn du dich an Kurt Hansen voll geil, habe ich mega gefreut. Kannst du hier leben? Hier ist Kurt Hansen. Realpolizei, dankeschön. Wenn du das hörst, bist du am richtigen Ort. NCPD, Bandenkriege, nicht in Dogtown. Steuern, wer zum Teufel braucht die? In Dogtown sorge ich für sichere Geschäfte, solange du dich an meine Regeln hältst. Oh, Miles Toast, der ist sehr aggressiv. Cyberpunk hat ihn sehr aggressiv gemacht. Ich habe das Gefühl, nicht nur bei mir selber, sondern auch bei meinen Kollegen, dass da halt wirklich dieser Elan drin ist, um das der Welt nochmal zu zeigen, dass der Launch ein sehr hässlicher und schmerzhafter Ausrutscher war, aber hoffentlich ein Ausrutscher. Miles ist immer sympathisch. Der ist immer sympathisch. Immer. Ausrutscher, ich glaube Ausrutscher in der Form, meint er. Also das Cyberpunk war schon sehr extrem. Dass Spiele zu Release buggy rauskommen, ja, und Witcher 3, Hand aufs Herz, war bei Release auch sehr buggy. Ich glaube aber, bei Bethesda müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Jedes Spiel bei Release sehr buggy. Ich glaube, bei Ubisoft inzwischen auch jedes Spiel bei Release sehr buggy. Aber, und das ist jetzt nicht spezifisch auf das, ich glaube, je komplexer und größer die Spieler werden, desto buganfälliger werden die einfach. Ich will damit nichts relativieren, ich will damit nichts schönreden, ja. Ich sage nur, es ist schwierig, Spiele in dieser Komplexität komplett polished auf den Markt zu bringen. Das ist halt, dass gar keine Bugs mehr auftreten in jeder denkbaren Hardware-Konstellation. Ich glaube, dass es, genau, Open World und so weiter, da kommen sehr viele Problematiken dazu. Und ich glaube nicht, dann einfach mehr Zeit lassen, fertig. Ja, aber du musst Leute ja auch bezahlen irgendwann. Ne, also irgendwie. Irgendwann ist die Kohle auch mal alle und dann hast du halt 10 Jahre am Spiel geschraubt, das nie rauskommt. Schwierig. Ist eine gute Balance. Und ich glaube, also mir persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich fehlen die Einblicke in die Spieleentwicklung, wie lange das gut geht. Gollum ist ein ganz anderes Thema, glaube ich. Larian Studios zeigen noch, wie es geht. Als die erste Version von Baldur's Gate 3 rauskam, war die unfassbar buggy und die Rezensionen waren scheiße. Das war die Early Access Version. Jetzt ist die Vollversion draußen und Akt 3 ist noch buggy und lies einfach mal im Steam-Forum durch und so weiter. Da gibt es auch noch viele Fehler. Also, ja. Nun. Larian zeigt, wie es nicht geht. Akt 3 ist buggy ohne Ende. Genau, das meine ich ja. Je komplexer Games werden, und sie werden immer komplexer,
desto fehleranfälliger werden sie. Das ist, glaube ich, es ist schwierig, dem Trend entgegenzutreten. Wenn du Spiele hast, die nur auf PlayStation oder nur für Xbox entwickelt werden, dann ist es einfacher, weil du nur eine Hardware-Konstellation hast. Das heißt, Spiele auf der PlayStation werden wahrscheinlich sehr viel polischter sein, auch wenn die immer noch buggy sind, aber sehr viel polischter sein als auf dem PC. Weil beim PC, der PC ist ein Sammelsurium aus allen möglichen Hardware-Scheiß. Ja, also egal wie du dein Setup hast, du erwartest ja, dass die Sachen einfach laufen. Das erwartest du einfach, weil du hast das Spiel gekauft, du hast Geld dafür bezahlt. Es ist dein gutes Recht. Aber es ist halt unglaublich schwierig, dem gerecht zu werden. Und ich bin nicht mal Entwickler. So, ich weiß noch gar nicht, welche anderen Herausforderungen da noch alle reinkommen. Ja, du kannst Bugs auch nur finden, wenn du sie suchst. Du kannst auch Bugs einfach, ich suche Bugs nicht mal, ich stolper ständig über Bugs. Aber die Frage ist, wie du für dich mit Bugs umgehst. Entweder du bist mega abgefuckt darüber. Wir reden jetzt nicht über den Release von Cyberpunk, der wirklich furchtbar war, darüber reden wir nicht, ja. Aber entweder bist du darüber super abgefuckt und das Spiel ist für dich ruiniert. Oder du machst ein dickes Fass auf, einfach nur damit du einen Punkt hast. Oder solange es kein Game-Breaking-Bug ist, du machst dich halt darüber eher lustig und feierst es ein bisschen. Ich persönlich freue mich immer, wenn ich Bugs finde, solange es kein Game-Breaking-Bug ist. Ich will aber nichts schönreden, ja? Nicht, dass der eine Typ mit SZ ja, wieder schreibt. Also bei uns ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir halt so... Bei Bethesda gehöre ich schon dazu. Ja, leider war. Visual Language, dass wir so eine visuelle Sprache halt etablieren, mit der wir halt mit den Spielern kommunizieren können, ohne dass die das so wirklich merken, ohne dass wir Worte benutzen. Ja, für uns ist in dem Spiel eine ganz starke Signalfarbe gelb und hier ist es eben der Gedanke, als Spieler erfährt man, hey, der Fahrstuhl ist kaputt und dieses super gelbe Kabel hier wird halt jetzt, wenn man es so ein bisschen erklärt, natürlich super offensichtlich, aber führt dann entsprechend zur Lösung. Und das ist eben sowas, wo wir im Level-Design, das nennen wir Spielführung, Player Guidance, und das soll eben dafür sorgen, dass Spieler und Spielerinnen eben zum Ziel finden, ohne dass wir denen aktiv sagen müssen, hey, das ist Sache. Eine Sache, die ich besonders auch noch cool finde, ist, dass dieser Shot, der ist ja jetzt besonders cineastisch. Und zwar benutzen wir hierfür einfach die Momente, wo wir wissen, dass es nur einen Ort gibt, wo die Spielerinnen langgehen können. Also ist der Shot quasi gesetzt. Ist auch noch der Anfang. Und entsprechend auch in Situationen wie diesen, wo halt die Spielerinnen keine Kontrolle über die Kamera haben, können wir dann eben dafür sorgen, dass die Shots sehr filmisch hochwertig auch dargestellt sind. Ihr seht auch wieder hier die gelbe Rutsche, ne, gelb als unsere Signalfarbe. Wer hat das mit der gelben Kante erfunden? War das Tomb Raider? Dieser Shot jetzt habe ich wieder Kontrolle über die Kamera. Der ist natürlich sehr vorsichtig aufgesetzt als Establishing Shot für das neue Areal, dass die Spielerinnen sofort sehen, okay, hier ist es anders, hier ist es cool, hier ist es fancy, dieser District unterscheidet sich visuell von den anderen Distrikten. Und hier ist es anders als Night City, hier ist es cool. Okay, verstehe. Mirror's Edge, nee, God of War kam später. War das Mirror's Edge? War das Mirror's Edge? Okay, dann war das Mirror's Edge. Okay. Hat sich auf jeden Fall sehr durchgesetzt, ne? Tomb Raider hatte weiße Kanten. Nee, ja, gut, das ist ja Wurst. Also die gemalte Kante, ihr wisst schon. Kennt man, glaube ich, immer. Gleichzeitig ist aber die Komposition auch so angesetzt, mit dem Hell-Dunkel und Farbkontrasten, die wir haben, dass eben suggeriert wird, dass die Spielerinnen hier langgehen sollen. Ah, also immer dem Gelb folgen bei Cyberpunk. Vom Umfang selber glaube ich, dass das tatsächlich mit einer der größten Erweiterungen ist, wenn nicht sogar die größte, die wir je gemacht haben. Und dieses bigger, better und höhere Ambitionen, muss man sagen, ist ein Teil von CD Projekts DNA. Kann aber auch nach hinten losgehen. Wenn du immer versuchst, dich zu übertreffen auf Krampf, noch größer und noch größer und noch größer, ich glaube, irgendwann weicht die Qualität der Quantität. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Wir haben in den USA ein Activision... Warte. Mit dem Hell-Dunkel und Farbkontrasten, die wir haben, dass eben suggeriert wird, dass die Spielerin hier... Der springt aber weit zurück. Warte. Moment. Vom Umfang selber glaube ich, dass das tatsächlich mit
Eine der der springt aber sehr weit zurück. Warte kurz. Ist, wenn nicht sogar die größte, die wir je gemacht haben. Und dieses bigger, better und höhere Ambition, muss man sagen, ist Dofer Bär, danke schön. Teil von CD Projekts DNA. CD Projekt? CD Projekt? CD Projekt? Das ist die Witcher-Statue. So groß ist die. Die steht bei mir auch zu Hause. Das ist die Witcher-Statue. Hier sieht man die ganz gut im Verhältnis. Die ist riesig. Nochmal ganz lieben, vielen lieben Dank an den Herrn Döhler, ja, für die Story. Mit dem Gabelstapler und so weiter. Es war großartig. Auch der Umzug hierher war großartig. Ja, wie die versucht haben, die bei den Nachbarn dann über den Zaun zu hieven und so weiter. Es ist alles ganz furchtbar. Aber die Statue ist einfach der Shit. Das ist einfach der Shit. Mit der Mittagserscheinung und so, das ist die Statue. Ja, 2,4 Meter. Die ist auf jeden Fall über 2 Meter hoch. Ich glaube 2,10 oder so. Hat den Ehrenplatz, die steht bei uns aktuell im Wohnzimmer. Genau die, also es ist nicht exakt die, es ist eine von denen. Es gibt nur wenige davon und wir haben eine von denen. Und ja, die fängt viel Staub, aber sie wird auch abgestaubt. Ja. Wie kostet sowas? Keine Ahnung. Ich glaube, für die gibt es keinen Marktpreis. Die ist einfach nicht auf dem Markt. Wir haben in den USA ein Activision Blizzard, wir haben ein Electronic Arts, wir haben in Europa Ubisoft und so. Das sind große, prominente Firmen, die halt in der allerersten Liga dieser Spieleentwicklung mitspielen. Und CD Projekts Ambitionen waren immer zu sagen, da wollen wir hin. Am Anfang waren wir jung und hatten wenig Erfahrung. Wir wollten ein internationales Unternehmen werden. Unsere Ambitionen waren riesig, aber wir wussten nichts. Unser Mangel an Wissen gab uns Superkräfte. Ist oft so. Ganz wenig Wissen, aber viel Ahnung. Kannst du lesen? Desti, danke schön. Vor 20 Jahren begannen wir mit dieser sehr kleinen Gruppe in Lodz. Ich bin hier geboren. Es bedeutet mir viel. Ich habe Lodz vor langer Zeit verlassen. Es geht mir nicht um den Punkt mit dem Entwickler, sondern um den Punkt, dass das Game mehr als unfertig herausgegeben wurde. Ja, aber da habe ich nie widersprochen. Es wurde sehr unfertig rausgegeben. Das Thema hatten wir ja sehr oft auch schon im Stream, auch damals, als es rauskam. Es wurde sehr unfertig rausgegeben. Ja, habe ich nie bestritten, würde ich nie bestreiten. Es ist völlig realitätsfern, das zu bestreiten. Da sind wir uns hoffentlich einig. Aber das habe ich auch nie bestritten. Der Release von Cyberpunk war furchtbar. Punkt. Ich denke, da sind wir uns einig. Rechts. Und nochmal rechts. Hier entlang? Manchmal können wir dort parken. Oh, Lodz, da ist auch Theo hingefahren. Cool. Ist Theo wohl gehen? Ich fand das inspirierend. In Lodz gab es immer so viel Kunst und Popkultur. Fun Fact? Der Name Red Studio kommt von Lodz, denn Lodz ist voller roter Backsteinbau. Ist jemand sauer auf seine Gitarre? Michael Kiczynski und Marcin Iwinski hatten die Idee, eine sehr gute Idee, ein Rollenspiel zu entwickeln, das auf Andrzej Sapkowskis The Witcher-Büchern basiert. Wie geil sind denn diese Hochhäuser? Ich dachte, wow, das ist es. Wir müssen uns zusammentun und dieses wunderbare Spiel machen. Zentrum für Comics und interaktive Narration. Diese Ausstellung zeigt, wie man Spiele macht. Sie dreht sich um den Witcher. Kann ich ja mal mit einem großen Beutel durchgehen? Dies ist die erste Skizze für die Figur des Witches im ersten Spiel. Und es war ein langer Prozess.
Aber Przemek Totinski, der Zeichner, hat es geschafft. Jetzt zeig die doch mal. Es ist so schön, dass das in einem Museum ist. Boah, es ist cool. So wichtig für uns. Boah, wie cool. Boah, Witcher 1 2007, ne? Ich weiß noch, auf der Games Convention in Leipzig. Ganz kleine Hütte. Ja, da war so ein ganz kleiner im, wie heißt das nochmal, im Business-Bereich, war da so ein ganz kleiner Raum. Und da saßen die Entwickler, ich glaube, es waren sogar die Chefs von CD Projekt, und haben Redakteuren immer The Witcher gezeigt. Und dann konnte man Poster mitnehmen und so weiter. Habe ich alles heute noch. Und das war aber nur so ein ganz kleiner Raum. Keine kannte CD Projekt. Niemand. War ein Mini-Entwickler einfach. Ist auch ein Pile of Shame. I love the books. The Witcher books. Ich liebe die Witcher-Bücher. In Polen, zumindest zu meiner Zeit, war es so, dass sie eigentlich jeder in der Oberstufe gelesen hat. Vielleicht auch früher. Und da ich wusste, dass CD Projekt daran arbeitet, träumte ich davon, dabei zu sein. Es gab Witcher 1 und Witcher 2 war gerade erschienen. Und ich habe es gespielt und absolut geliebt. Pile of Shame als Display. Ich muss sie noch Es gab so viele Dinge, die an Witcher einzigartig waren. Zum Beispiel, dass es sich auf die slawischen Wurzeln stützte. Das war so anders und frisch. Das gab es damals nirgendwo sonst. Ja, die kommen als Remake, ja. Die angelsächsische Kultur war so dominant. Ich war so begeistert. Das, was uns einzigartig macht, wird zu so etwas Tollem. Und ich dachte, oh Gott, ich möchte dabei sein. Ich möchte unbedingt am nächsten Projekt mitarbeiten. Das muss so geil sein, wenn du, ne, du bist aufgewachsen mit den Büchern, du warst einfach Fan dieser ganzen Bücher und so weiter. Und kannst dann quasi diese Welt, die du aus den Büchern kennst, selber mit zum Leben erwecken. Das muss halt schon sehr geil sein. Denn ich wusste, dass sie Witcher 3 machen werden. Ich habe mich tatsächlich 6-mal bei CD Projekt beworben. Ich war also schon das 6. Mal im Bewerbungsprozess. Und sie schickten mir eine Aufgabe. Wirklich schwierig. Ich musste 7 Tage durcharbeiten. Ich habe kaum geschlafen, weil es eben um eine Anstellung ging. Ich musste eine Geschichte entwerfen, sie in die Engine implementieren und dann an sie schicken. Und das in 7 Tagen, das ist schon super hart. Aber ich habe es geschafft. Und sie mochten es irgendwie. So groß war The Witcher. Und CD Projekt war auch schon so groß. Zusammen fühlte es sich für mich unglaublich an. Voll schön dazuzuhören einfach. Macht voll Spaß. Spätestens zu Witcher 3 ist die Relevanz von CD Projekt einfach immens in die Höhe gestiegen. Denn das Spiel hatte eine unglaublich glaubwürdige Welt an Open-World-Games, haben die Messlatte ganz nach oben gepackt. Nach The Witcher 3 ist... Im Bewerbungsprozess schön crunchen. Ich würde das gerne relativieren. Ich glaube nicht, dass er es hätte machen müssen. Er hat eine Aufgabe gekriegt, aber die Frage ist, das wissen wir alle nicht, ja, das weiß keiner von euch und ich weiß es auch nicht, wollte er die unbedingt so komplex hinkriegen, dass er die in die sieben Tage so reingequetscht hat? Oder hätte man auch wesentlich weniger abliefern können? Dann wäre es vielleicht nicht so gut gewesen, aber vielleicht hast du einfach diesen Ehrgeiz, in diesen 7 Tagen einfach abzuliefern. Das abzuliefern. Ich glaube auch, es war eher Ehrgeiz als die Pflicht, das unbedingt so ausführlich zu machen. Und ich glaube, wahrscheinlich wurde er einfach deswegen auch genommen, weil er diesen Ehrgeiz gezeigt hat, vermute ich mal. Ja, genau, so weiß der Arbeitgeber, dass du jemanden bekommst, der Bock hat. Genau. Denke ich auch. Das CD-Projekt einfach explodiert. Plötzlich war dieses Studio auch international für alle, die Rollenspiele lieben oder die überhaupt Gaming lieben, auf der Landkarte. Spätestens nachdem Witcher rausgekommen ist, haben so viele Leute natürlich nicht nur dieses Spiel geliebt, sondern haben auch gewertschätzt, wer dieses Spiel entwickelt hat. Vor allem die Welt halt, ne? Die Welt und die Charaktere, das halt vor allen Dingen. Es fühlte sich an, als wäre man ein Rockstar, der Frontmann von Rage Against the Machine. So groß, dass buchstäblich jeder wusste, wer man ist und wo. Er kennt Rage Against the Machine. Ich mag den Pavel. So ein Sympath. Ach ja. Wo man arbeitet. Es war einfach so beliebt. Where you work, like it was just so highly regarded. Look! Schau. Oh Gott. Oh Gott. Ich erinnere mich.
Was? Get back. Bleib zurück. Was? Was? Warum die Entscheidung? Warum? Warum? Wer hat sich denn so entschieden? Salon Gier. Das bin ich beim Looten. Oh, wie geil. Oh, die alten Spielautomaten. Neo Geo. Oh, wie geil. Schon als Kind war ich von Computerspielen begeistert. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht und immer versucht zu verstehen, wie funktioniert das? How does it work? So I spend mostly. Ich habe meist doppelt so lange gebraucht wie andere Spieler, weil ich mir die Details angesehen, alles abgesucht habe. So nämlich. Okay, das ist unglaublich, aber wie funktioniert diese Magie? Where's the magic? Oh Gott, 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 oh Gott. Ich habe gerade Flashbacks, warte. Ich habe meist doppelt so lange gebraucht wie andere Spieler, weil ich mir die Details angesehen, alles abgesucht habe. Okay, das ist unglaublich, aber wie funktioniert diese Magie? Die Timeline ist schwierig einzuschätzen. Da, man sieht es nur im Hintergrund, aber dieses grüne Wählscheibentelefon. Das grüne Wählscheibentelefon, meine Kindheit. Keine Handys, kein gar nichts. Es gibt nur lokale Telefone zu Hause, die vielleicht eine lange Schnur haben und dann kannst du mit dem Telefon ins Wohnzimmer gehen. Weil auch der Hörer hat so ein Ringelkabel, ja. Und wenn du telefonierst, hast du mit dem Kabel immer so am Finger so gedreht. La 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 la. Weil du dich gelangweilt hast. Oder gemalt nebenbei oder so. Weil du konntest ja nicht weg mit dem Telefon. Du warst ja lokal gebunden. Du konntest nicht unterwegs sein mit dem Ding. Ja, das ist aber was anderes. Heute unvorstellbar. Unvorstellbar einfach. Puh. Dieser Raum sieht aus wie ein normales Spielzimmer im Kommunismus und kurz danach. Super Multigame. Das Museum hat es genau so eingerichtet. Ich mag das. And I like it. Oh, C64. Liebe. Voll geil. Oh, wie geil. Bolek? Ich kenne nur Lolek und Bolek. Hier die Kassetten. Bruce Lee Poster. Ah, schon cool. Man muss sie in das Gerät einlegen und warten, während so seltsame Geräusche kommen. Zehn oder 15 Minuten lang, bis auf dem Bildschirm etwas zu sehen ist. Nur in weiß, grau und schwarz. Gute alte Datasetten. Aber all diese Universen auf dem Bildschirm waren so fesselnd, dass wir die Spiele tagelang immer wieder gespielt haben. Wir hatten auf dem C16, ja, wir hatten zu Hause einen C16, Commodore 16, das war Vorgänger von C64. Den hatten wir mit Datasette, also mit Kassetten quasi. Und wir hatten, Spiele konntest du damals kopieren, einfach mit Tape-Decks. Hast du einfach Kassette hier rein, Kassette da rein und dann hast du da Play gedrückt und da Aufnahme. Und dann konntest du Spiele halt quasi kopieren. Mit dem Kassettendeck. Es klingt absurd, aber war ein Ding. Und der C16 erschien nach C64, war das so? Ach, der kam später? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Okay, aber der war kleiner als der C64 und überhaupt nicht so beliebt. Wahrscheinlich der billige kleine Bruder vom C64. Und wir hatten so einen. Und ich weiß noch, ich hatte Frank Brunos Boxing als Kopie auf Kassette. Ja, Frank Brunos Boxing hieß das. Auf dem C16... 45 Minuten Ladezeit, 40 bis 45 Minuten Ladezeit und wenn du Glück hattest, lief das Spiel dann. Denn meistens hast du geladen und dann ist es abgeschmiert. So wie zum Thema Buggy bei Release. Gut, es war eine Raubkopie, aber auch das Original hat nicht so wirklich funktioniert. Das war immer ein Problem und du musstest halt jedes Mal 40 Minuten warten, bis du weißt, ob es läuft. Heute undenkbar. Überleg mal, du spielst Starfield und hast einen 40 Minuten Ladebildschirm. Das ist ja wie Fallout 4. Nein, aber ernsthaft. Nein. Ist aber ganz andere Welt. Ganz, ganz andere Welt. Das war absurd. Man hat es getan, man hat gewartet. Ja, du hast ja kein anderes Game. Du hast ja nichts anderes. Puh.
Oh, cool. If you have this adrenaline rush, wenn du lange Zeit im Adrenalinrausch bist, dann fühlst du dich nicht krank. Ich hatte keine Zeit, über mich selbst nachzudenken. Ich bin einfach von einem Projekt zum nächsten gesprungen. Habe immer noch was draufgelegt. Running another, you know, another mile. Im Grunde genommen stimmt das. Starfield hat eine 4-Stunden-Downloadbar. Also im Grunde genommen, ja, die Ladezeiten, das Runterladen von heute ist wie da das hätte von gestern. Also im Grunde genommen stimmt das. Du willst das Spiel spielen, aber du musst es halt nur einmal runterladen. Wenn du es dann spielen willst, hast du es halt da. Ja, aber ja, okay. Im Grunde genommen stimmt das schon. Man muss trotzdem noch warten. Defragmentieren. Oh, ich habe so gerne defragmentiert. Es kam mir immer so vor, also wie soll man das erklären? Defragmentieren war damals, ja, die Festplatten haben Dateien immer so an verschiedene Stellen geschrieben quasi, ja. Und mit Defragmentieren hast du die Dateien, wurden dann so aufgeräumt und dann lagen die Dateien quasi beieinander und konnten schneller darauf zugegriffen werden. Und immer wenn du das gemacht hast, es hat sich immer so angefühlt, als hättest du gerade deinen Rechner aufgeräumt. Und gefühlt war der auch schneller. Gefühlt war der danach schneller, ja. Heute macht man das nicht mehr, heute passiert das automatisch im Hintergrund, soweit ich weiß. Ja. Ja, ich habe jeden Tag defragmentiert, nur wegen der schönen Oberfläche. Aber wenn du das jeden Tag gemacht hast, dann ging es immer so schnell. Dann wurde nicht mehr so viel fragmentiert und dann war das nicht mehr so befriedigend. Dann war das so, wenn es zu schnell ging, dann. Ach Mann, ja. Ach ja. Bei SSDs ist das nicht nötig. Nee, bei SSDs brauchst du gar nichts mehr machen. Nee. Mit etwas Abstand erkennt man, wie anstrengend und ungesund es für deinen Körper ist. Für deine Familie, für deine Beziehung. Leiser, hallo! It could be for Leiser, you, for your body, for your family, for your relations. Es ist eine harte Geschichte. Sonntags war einmal defragmentiert. Story. Oh, warte mal, ich muss zuhören. Warte mal. Fühlst du dich nicht krank? Ich hatte keine Zeit, über mich selbst nachzudenken. Ich bin einfach von einem Projekt zum nächsten gesprungen. Habe immer noch was draufgelegt. Sokoban war so cool, ja. Sokoban habe ich so gerne gespielt in Zirka. Running another, you know, another mile. Mit etwas Abstand erkennt man, wie anstrengend und ungesund es für deinen Körper ist. Für deine Familie, für deine Beziehungen. It could be for you, for your body, for your family, for your relations. Es ist eine harte Geschichte. It's a tough story. Aber so ein bisschen Realitätsflucht machen wir doch alle ab und zu mal. Also bei Gaming sowieso. Ne? Also bei Gaming machst du eh Realitätsflucht. Das Ding ist, du musst dir nur bewusst werden, auch wenn du manchmal in irgendwelche Fantasiewelten flüchtest. Oder in meinem Fall, Zeit meines Lebens habe ich mich gerne in Arbeit geflüchtet. Das kann ich am besten. Und das muss keine zielführende Arbeit sein. Die kann auch mega sinnlos sein. Hauptsache nicht mit tatsächlichen Problemen beschäftigen. Das konnte ich sehr gut. Aber das Learning ist, und das nimmt man, glaube ich, in jedem Leben mit, das Learning ist, die Probleme gehen davon nicht weg. Die warten einfach auf dich. Die sind sehr geduldig. Sehr, sehr geduldig. Irgendwann werden die ungeduldig, aber die geben nicht auf. Die werden einfach nur hartnäckiger. Und dann musst du dich irgendwann damit beschäftigen. Und irgendwann lernst du, diese Waagschale irgendwie zu halten. Ja. Die Prokrastination. Ja, das macht man, glaube ich, gelegentlich auch mal immer. Ja, bezieht das eigentlich auf die Spielentwicklung, glaube ich. Ich glaube, das war gerade bezogen auf sein frühes Leben, sage ich mal, wo er sich auch quasi in Arbeit geflüchtet hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe stundenlang Pattern im Pro-Tracker gebastelt. Ja, auch das habe ich mal gemacht. Aber da habe ich noch zu Hause gewohnt. Da war ich noch klein. Generic stuff, it just didn't feel, you know, like anything. Like it's rewarded in any way beside the encounter. Yeah. Would you behave in any special way or just risking of the original? Das Quest-Team sind fast 20 Leute, die im Moment nur an Phantom Liberty arbeiten. On Phantom Liberty. Krass. Wir sind fast fertig mit dem Spiel. Jetzt geben wir dem Ganzen den letzten Schliff. 20 Leute beschäftigen sich nur mit Quests? 20 Leute nur mit Quests. Das ist eine ziemlich intensive Zeit, denn wir müssen sicherstellen, dass alles fehlerfrei und optimiert ist und richtig. Das klingt echt wenig, das klingt echt viel. Das sind halt 20, im Grunde genommen sind das 20 Autoren.
20 Autoren arbeiten an den Quests. Das ist eine Menge. Und das Vollzeit halt, ne? Vollzeit. Das ist schon krass. Richtig aussieht. Wir machen letzte Änderungen, damit das Spiel das richtige Feeling hat. Weißt du, Musik und Beleuchtung. Es muss sich einfach richtig anfühlen. Autoren arbeiten halt auch nicht viel. Ja gut, das stimmt. Wenn du Autor bist, ne, dann sitzt du den ganzen Tag nur rum und trinkst Tee natürlich, keinen Kaffee. Du trinkst Tee, streichelst eine Katze, guckst dir schöne Blumen an, ja, lebst das Instagram live und plötzlich ist ein Buch fertig. Das ist die Arbeit von Autoren. Das Buch ist einfach so, pum, ist plötzlich fertig. Da muss nicht alles nochmal neu geschrieben werden, bla bla bla, gar nichts in der Richtung, nichts mit dem Verlag, keine Probleme, bla. Irgendwie, ist einfach so, das Buch ist fertig. Ist aber auch bei Spielen so. Die Spiele sind einfach, die sind ja nicht mehr fertig. Die sind einfach da, aber sie sind nicht fertig. So ist das immer. Ich glaube, das ist oft so in Berufsfeldern, die man selber nicht kennt, wo man selber überhaupt nicht drinsteckt, dann sind Sachen einfach fertig. Ja, du gehst zum Beispiel zum Juwelier, aha, der Schmuck ist einfach fertig, der liegt ja da. Der ist ja einfach da. Ja, oder Äpfel erscheinen einfach im Supermarkt, die sind einfach da. Schön. Implementing music and light, making sure that alles einfach, ja. Right. Nur man selber. Okay, man selber muss hart arbeiten. Mal umsehen und mir die Verzierung zeigen, wie es jetzt während der Dämmerung aussieht. Was hast du denn verändert? Es war dunkel vorher, oder? Das ist anders. Das ist jetzt viel dunkler, denn es verdeckt eine der Hauptlichtquellen. Künstlerisch finde ich das so viel besser. Und ich mag auch, dass der Spieler geleitet wird. Es sieht nicht nur gut aus, du wirst auch dadurch gelenkt. Ja, aber schau mal hier. Hier ist der Weg dunkel, hier gibt es ein Licht, aber das hier ist irgendwie schattig. Ich weiß nicht, brauchen wir nicht etwas mehr Licht oder so etwas, um hier etwas besser sehen zu können? Ich als Director bin für den Abschluss des Spiels verantwortlich. Ich muss also sicherstellen, dass jeder seine Arbeit beendet hat. Im Hintergrund Akira. Ich checke mit allen, wo sie stehen. Ich spreche mit ihnen über alle problematischen Stellen, die sie noch finden, sodass wirklich alles fertig und optimiert ist. Okay, also Despina, Kuba, sagt uns, was wir tun sollen. Wohin soll ich gehen? In Richtung des Rings? Ruf mal deine Nachrichten ab. Okay, meine Nachrichten. Du kriegst eine Nachricht von einem alten Freund. Spoilert mich das gerade? Also Despina, nee. Du hast gesagt, dass sich hier sehr viel verändert hat. Arbeit nennen die da sitzen und zocken. Zum Beispiel die Animationen, das sah viel hässlicher aus. Jetzt ist es richtig gut. Ich habe also Geld gewonnen. Weil gerade gefragt wird, No Front, wenn die das checken, wie konnte es dann so released werden? War das Not? Oder haben die das echt nicht gewusst? Ich glaube, die Vorgeschichte bei Cyberpunk, wir stecken alle nicht drin. Wir werden es, glaube ich, nie wirklich erfahren. Man geht aber davon aus, dass es auf der Geschäftsführerebene, also von, dass da das Problem lag. Ähnlich wie bei, wie hieß denn das Spiel nochmal? Anthem. Ähnlich wie bei Anthem. Du hast eine Idee für ein Spiel und findest sie geil. Also so erstmal grob, so ein Setting. Und dann entwickelst du daraus so langsam, gießt sich daraus was und dann hast du einen Designentwurf und dann scrapst du den, weil der doch nicht so geil ist, wie du gedacht hast. No Man's Sky ist eine andere Geschichte. Dann scrapst du den und dann machst du einen anderen Designentwurf. Dann scrapst du den, machst einen anderen Designentwurf. Und der ist eigentlich geil. Der ist eigentlich voll geil. An dem arbeitest du weiter, pipapo. Und plötzlich kannst du Keanu Reeves kriegen in der Hauptrolle. Und dann fängst du an, die ganze Story nochmal komplett umzuschreiben. Alles nochmal zu machen, dass sich alles rund um diesen Charakter evoluiert plötzlich. Ja, alles umgeworfen. Und dann geht hier irgendwann die Zeit aus, weil die Investoren irgendwann, ja, wollen irgendwann mal auch Ergebnisse sehen. Und dann musst du alles zum Weihnachtsgeschäft rausprügeln, aber die ganzen Sachen sind auch noch nicht fertig. Aber du bist gezwungen, das rauszuprügeln. Und dann sitzt du da und hast einfach kein fertiges Produkt. Auf der PlayStation 4 ist es eine Katastrophe, es ist nicht lauffähig beinahe. Ja, und du haust es aber trotzdem raus, zeigst aber Journalisten nicht, was du gemacht hast und so weiter, weil du Angst hast, dass es vorher schon verbrennt, bevor die Verkäufe starten. Schwierig. Du bist den Investoren, also den Geldgebern, bist du unterworfen. Du arbeitest nicht mehr für die, sobald du Geldgeber drin hast, ich glaube von Ford war das Zitat, ne? Sobald du Geldgeber drin hast, arbeitest du nicht mehr für Kunden oder für Spieler in dem Fall, sondern du arbeitest für deinen Aktienkurs. Und das ist ein großes Problem. Also ich sehe das als sehr großes Problem bei sehr, sehr vielen auch anderen Gaming-Firmen. Ja. Und dann musst du halt so arbeiten, dass der Kurs steigt.
Und ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschwören, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es da passiert. Bei Anthem genau das Gleiche. Bei Anthem ist genau das Gleiche passiert. Anthem hatte genug Geld. Oder BioWare, ne? BioWare das. BioWare wurde von EA zugeschissen mit Geld für das Projekt, weil die wollten wirklich was Großes auf die Beine stellen. Aber da hat BioWare verkackt. Die haben das Designkonzept immer und immer wieder umgestellt. Die wollten irgendwas Neues machen, irgendwas Tolles machen und haben sich so lange im Kreis gedreht, dass sie am Ende im Grunde genommen ein gut aussehendes Spiel mit nichts hatten. Mussten aber irgendwann raushauen. Irgendwann war das Ende der Straße erreicht und dann war für die Entwicklung nicht mehr genug Zeit übrig. Das Designkonzept war, glaube ich, auch relativ wackelig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann kam Anthem raus. Und Gollum, ich glaube, bei Gollum ist dasselbe passiert. Im Kreis drehen, nicht wissen, was man macht. Du hast eine IP, ist Anthem spielbar? Nicht mehr. Du hast irgendeine Grundidee, aber du kriegst sie einfach nicht als geiles Game konzeptioniert, weil das gar nicht so leicht ist, wie man denkt. Irgendwas Mitreißendes, irgendwas nicht Generisches, irgendwas, ne, wo Leute dabei sind. Und dann willst du es 1000-mal richtig machen. Und ich unterstelle den Leuten mal, dass sie wirklich was Geiles auch machen wollen. Aber irgendwann geht die Zeit, ne? Also du musst ja die Leute auch bezahlen in der Zeit. Das über Jahre hinweg Designprozess, du musst die Leute alle bezahlen, die da arbeiten. Alle. Und irgendwann wird es schwierig. Gollum war mehr als nur ein Kreisdrehen. Bei Gollum habe ich keine Einsicht, aber ich kann es halt nur vermuten. Bei Gollum hat die Kompetenz gefehlt. Bei Gollum war, glaube ich, auch ein bisschen die Mitarbeiterpolitik von Dedelic schuld, weil es war ja so ein bisschen high on fire, glaube ich, ne? Von dem, was man immer wieder gehört hat. Da wurden Leute halt günstig rangeholt und dann schnell wieder weggemacht. Dann sind die irgendwo anders in der Spielebranche gelandet. Ich glaube, sehr viele Leute, die heute in der Spielebranche arbeiten in Deutschland, haben bei Dedelic irgendwie angefangen, oft als Praktikant oder so. Und es ist schwierig, da Gollum hat etwas von einem Rettungsversuch. Nein, ich glaube, mit Gollum wollte man zu den Sternen quasi. Ich glaube, mit Gollum wollte man auf das internationale Parkett. Aber gut, nun ja. Aveum auch? Nee, Aveum war eigentlich ein geiles Game. Also ist eigentlich ein geiles Game. Aveum hat es nur irgendwie nicht geschafft. Ich weiß nicht genau, warum. Hat irgendwie, da fehlte einfach komplett der Hype irgendwie. Aveum war so ein bisschen Randerscheinung. Aber das Game an sich hat wirklich Bock gemacht. Ihr habt es ja gesehen, also ist eigentlich ein solides Game, bringt viele Einflüsse von anderen Games mit, setzt sie richtig um. Aber der Hype hat einfach, genau, bei Aveum verstehe ich auch nicht, mega nice eigentlich, ja, finde ich auch. Aber da hat der Hype einfach nicht gereicht, also irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch ehrlich gesagt keine Kritiken dazu durchgelesen. Ist Aveum schon raus? Das ist die richtige Frage. Ja, es ist raus, es hat aber irgendwie fast niemand mitbekommen. Ja, okay, komm, wir machen weiter. Der Typ, der hier jubelt, leidet so hin und her. Habt ihr das gesehen? Aveum war echt gut, finde ich auch. Oh ja, das sieht komisch aus. Man kann nämlich sehen, wie sich seine Füße bewegen. Ja. Aber er selbst bewegt sich nicht. Ja. Ich denke, da gibt es einen technischen Übersetzungsfehler. Ich kümmere mich. Cool. Ich glaube, das funktioniert. Seit Cyberpunk hat es keinen größeren Release gegeben. Das ist der erste. Es muss also wirklich gut werden. Es muss echt solide sein, kugelsicher, ganz ehrlich. Und wir tun wirklich alles, was wir können, um das zu schaffen. Das ganze Team ist sich dessen sehr bewusst. Wir dürfen es nicht vermasseln. Aus Entwicklersicht, also aus entwicklerischem Stolz, steht schon sehr, sehr viel auf dem Spiel. Weil wir sehen das also auch für uns so ein bisschen als die Möglichkeit, da so ein bisschen so ein Comeback zu machen. Ist halt auch krass, dass man von Comeback redet, ne? Combat Zone, das ist schon Dogtown, wie wir es in dem Spiel nennen, hat auch viele Elemente dann, zum Beispiel von Las Vegas, wo alles ein bisschen bigger than life ist, wo alles größer, fetter und krasser sein muss, wo dann all die großen Corporations oder so angefangen haben, wahnsinnige und fantastische Hotelanlagen aufzubauen, riesige Einkaufszentren, um irgendwie dem Tourismus da gerecht zu werden. Und aufgrund von verschiedenen Situationen in der Welt, politisch, aber auch klimabedingt, ist es halt dazu gekommen, dass dieser Distrikt super verfallen ist. Jetzt spoilere ich mich ein bisschen. Na gut,
Night City. Ich kann mir vorstellen, dass man dorthin will. So schlimm die Dinge auch sind, es sieht dabei wunderschön aus. Die Stadt der Träume. Ein Ort, der dir vermittelt, hier kannst du alles schaffen, wenn du nur hart genug arbeitest. Das ist auch ein Kommentar zu der Idee von Amerika und dem amerikanischen Traum. Die Möglichkeit, dass ein armer Mensch zu einem Reichen werden kann, das ist der Gründungsmythos der Stadt. Aber alle Mythen haben ein Körnchen Wahrheit, um Sapkowski zu zitieren. Die Tatsache, dass es eben manchmal passiert, lässt alle glauben, dass es ihnen auch passieren könnte. Und warum sollte ich ein System verändern, wenn ich durch dieses System zum Milliardär werden könnte? Es ist ja möglich. Das ist das Ablassventil für das ganze System. Einige wenige werden durchgelassen und so bleibt das System stabil. Es gab bei Cyberpunk nur zwei Huren. Das prangere ich an. In dieser Welt ist die Frage, wie es nach dem Kapitalismus aussehen könnte, so weit ins Unmögliche gerückt, dass niemand mehr wirklich darüber nachdenkt. Es lässt mir bis heute keine Ruhe. Das ist Scam. Kann es jemals eine Revolution in der Cyberpunk-Welt geben? Ja. Wenn es ein realer Ort wäre. Aber es ist kein realer Ort. Es ist eine Marke. Es gibt inzwischen so Cyberpunk-Walking-Videos, die feiere ich auch. So Night City bei Regen und dann aber da so spazieren quasi. Wir stellen schon geil. Ein Produkt her. Wir sind ein kapitalistisches Unternehmen. Und alle, die sich wünschen, dass Cyberpunk revolutionärer wird, sollten wissen, dass es in linken Kreisen eine Redewendung gibt. Man kann das Haus des Meisters nicht mit den Werkzeugen des Meisters zerlegen. Wir sind ein großes Unternehmen und Marken Teil unseres Geschäfts. Die Integrität einer Marke hängt davon ab, zu sagen, es darf sich nicht zu viel und nicht zu schnell ändern, denn es ist ein Produkt. Und die Leute wollen ein dystopisch-kapitalistisches Höllenszenario. Das ist es, was sie wollen. Bevor wir losfahren, Entschuldigung für die Vorsichtsmaßnahmen. Ich will nicht zu viel riskieren. Manchmal ist es sicherer, einem Chun den Pistolenlauf zwischen die Rippen zu schieben, auch wenn er auf deiner Seite ist. Es ist nichts Persönliches. Wir arbeiten mit Idris Elba zusammen, der eine der Hauptrollen in Phantom Liberty spielt. Ein Unternehmen würde so etwas doch nicht machen, wenn es nicht an das Spiel glaubt, oder? Wir investieren wirklich sehr viel. Es hängt eine Menge davon ab. There's a lot of things riding on it. Mist, Hansons Handlanger. Cyberpunk darf nicht Vergessenheit geraten. Cyberpunk ist kein bisschen in Vergessenheit geraten. Also kein bisschen, sehe ich irgendwie gar nicht. Aim on Point, oh Mann, habe ich gar nicht gesehen jetzt. Aber ich spiele jetzt nicht zurück, weil das geht so weit. Wird es nicht, wird es auf keinen Fall, nee. Ist gerade beliebter denn je, ja. Das sehe ich genauso. Schönes Büro. Baut der Mann auch Gurken an? Ich sage, das ist eine echt gute Alternative. Für mich ist es befriedigend, wenn ich eine Idee habe und es dann schaffe, aus ihr etwas wirklich Tolles entstehen zu lassen. Ja, same. Fühle ich absolut. Aus dem Nichts zu etwas wirklich Schönem. Dieser Garten hier, den gab es nicht. Nur ein Balkon. Der Bauträger wusste nicht, was er mit diesem Ort anfangen sollte. Und als ich ihn kaufte, hatte ich diese Idee. Weißt du... Warte mal, und wenn ich bei mir im Keller jetzt einen Garten mache langsam, ja, wo alles grün und wächst und ohne Ende, ja, dann kriege ich immer, ja, Opa, Rentner, Senilo, ja, hier, Gandalf, der Weiße, ja, hä? Da, so,
So, genau das ist nämlich das Gefühl, er erschafft etwas. Er erschafft, ne, er hat diesen Raum gekauft und er erschafft etwas, hat was daraus erschaffen. Und genauso geht es mir momentan auch. Das ist voll geil. Ich gehe so gerne nach unten und gucke, wie da alles wächst und gedeiht. Es ist so krass. Es ist so krass, wenn ich jetzt sehe, wie die Gurken wachsen gerade, wie alles eskaliert, wie der Edamame einfach bäm, auch nach oben explodiert. Die Tomaten, da hatte ich ein kleines Fehlerchen gemacht. Ich hatte denn so ein kleines Stützkorsett gemacht, aber da kamen die ganzen Nährstoffe nicht durch. Deswegen habe ich das weggemacht und deswegen jetzt bäm. Alles da unten ist gerade am Eskalieren. Der Salat, holy shit, ist einfach wie so ein riesiges grünes Feld. Das ist unfassbar. Und es macht wirklich, wirklich Spaß. Und das könnt ihr mir glauben, aus dem Nichts etwas zu erschaffen, ist so befriedigend. Deswegen habe ich auch so gerne programmiert früher immer. Das ist so ein schönes Gefühl. Ja, das kennen Autoren kennen das, glaube ich, auch, wenn die, ne, weil Liza gerade auch da ist. Wenn die aus dem Nichts irgendwie diese Welt erschaffen und wenn die langsam Form annimmt und so weiter, das hast du halt aus dem Nichts erschaffen. Und das ist halt schon cool. Ja, und deswegen, ich fühle das gerade komplett mit diesem Garten. Und dann zerstört wird, liebe ich. Was, wie zerstört wird? Nein, am Ende sind alle immer glücklich und es gibt Regenbögen und Einhörner. Und alle essen Gurken. Ja. Es hat nicht alles geklappt, was ich machen wollte. Nee. Aber es ist wirklich nah dran. Es ist nah genug voll dran, geil, dass ich denke, es ist schon in Ordnung. Aber ja, aus dem Nichts hast du Gurken erfunden. Du musst doch nicht immer... wenn du was erschaffst, musst du es doch nicht erfinden. Was? Meinst du, er hat die Pflanzen, die er hier anbaut, erfunden? Nein, du musst nicht immer alles neu erfinden. Aber du kannst aus dem Nichts einfach was erschaffen. Auch wenn du was programmierst, ja, wenn du was programmierst, das kann ja schon mal da gewesen sein. Ist doch egal. Sei doch nicht dumm. So, ja, ist wirklich wie bei Kindern gerade. Leben lang ein Perfektionist. Aber die Gurken waren vorher nicht da. Und jetzt sind sie da. Die ganze Zeit zu kämpfen, ehrlich gesagt. Junge, Junge, Junge. Aus GitHub etwas Neues erschaffen. Ich verstehe schon durchaus die Kritik an der Doku, aber eher, weil sie mehr die Person hinter und in CD Projekt Red redet und weniger das Spiel im Fokus hat, wodurch es ein wenig wie eine Relativierung des schlechten Starts des Spiels wird. TerraPlayer, ich verstehe das anders. Ich glaube, es geht momentan mehr darum, es geht momentan mehr um Phantom Liberty, weil der Release einfach schon viele Jahre her ist. Und der Release wurde von allen Medien grundlegend zerkaut, durch einen Fleischwolf gerissen, durch einen Shitstorm geschickt, wieder und wieder auf allen Plattformen, überall. Ich finde das hier gerade wesentlich interessanter, als zum 100.000. Mal zu hören, der Release war scheiße. Und das war scheiße, und das war scheiße. Hier geht es mehr um Phantom Liberty und was aus Cyberpunk seitdem geworden ist. Das ist auch viel interessanter, als ständig im Gestern zu leben. Ja, ich verstehe das, aber man kritisiert sich hier aber auch selbst. Vielleicht nicht ganz so hart, ja, verstehe ich aber auch. Aber das macht man schon. Ja. Gibt genug Videos, die sich mit Cyberpunk dahingehend beschäftigen, was beim Release passiert ist. Mehr als genug. Ganz YouTube ist voll davon. Ich habe sehr viele davon gesehen. Ich komme aus einer Familie, die nicht wirklich arm war, aber sie war auch in keinster Weise wohlhabend. Wenn ich nach Hause kam, musste ich sofort mit meinen Eltern auf den Feldern arbeiten. Oder ich habe die Kühe auf die Weide gebracht. Es gab immer etwas zu tun. Es war eigentlich sehr selten, dass mal nichts zu tun war. In Polen hatten wir diese wirklich legendäre Zeitschrift namens Secret Service. Quake 2, wie cool. Und jeder in meinem Alter hat sie gelesen. In Secret Service ging es um Spiele. Aber ich hatte noch keinen Computer. Ich wusste also gar nicht, wie man Computerspiele spielt. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Aber wenn ich mit den Kühen auf die Weide ging, packte ich immer die Secret Service in meine Tasche, setzte mich mit meinen Kühen ins Gras und las das einfach. Voll geil. Und dort gab es Rezensionen von Spielen. Und ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, die Spiele wirklich zu spielen. Voll schön. Nachdem ich jahrelang so gelebt hatte, hinkte ich den anderen Kindern in der Schule in so vielem hinterher. Sie sprachen über Filme, die sie gesehen hatten. Sie sprachen über Comics. Sie sprachen über Musik, die sie hörten. Ich kannte nichts von alledem. Ich fühlte mich so hintendran. With everything.
Und als ich vielleicht 17 oder 18 war, fing ich an, darüber nachzudenken, was ich machen könnte. Und dann begann ich davon zu träumen, nach Warschau zu gehen, um an der Warschauer Universität zu studieren. Für mich war es wie, ja, ich möchte in eine große Stadt gehen, in der ich all diese Kultur um mich herum habe. Die Bücher, die Filme, die Musik. Und das gab es in meinem Dorf nicht. Klingt ein wenig wie der polnische Erik. Ja, ja, ein bisschen, ne? Ist schon so. Wenn ich in der AAA-Branche arbeite, also AAA sind große Spiele mit gigantischen Budgets, die über viele Jahre hinweg produziert werden und eine globale Reichweite haben. Wenn man in der AAA-Branche arbeitet, kann man in seinem ganzen Leben vielleicht 5, 6 Spiele entwickeln. Denn die Entwicklung dieser Spiele dauert 5, 6, 7, manchmal sogar 10 Jahre. Es dauert also jedes Mal sehr lange, bis man so ein Spiel auf den Markt bringen kann. That you can like put that game there. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. Der Teaser damals war auch so anders wild. Boah. Ich habe Anfang 2013 diesen ersten Teaser gesehen, also quasi diese Ankündigung von CD Projekt Red, hey, wir arbeiten jetzt an einem Cyberpunk-Spiel. Und ja, die Dame gab es auch im Spiel, aber naja, etwas anders. Ja, die Teaser und die Trailer, die haben halt sehr viel versprochen. Sehr viel. Leider ist vieles davon nicht eingetroffen. Ja, nun. Aber man, echt, das war schon 2013? Oh Gott. Aber das war nur der erste Teaser, das war nicht Release, das war der allererste Teaser. 2013, 10 Jahre her. Leck mich am Arsch, die Welt. Die Zeit vergeht so schnell. Und ich weiß noch, dass ich unfassbare Gänsehaut hatte. Ja, wir alle. Spätestens 2015, da wurde über Cyberpunk geredet. Und alle hatten Bock drauf. Und weil man auch CD Projekt Red eben vertraut hat, weil sie mit The Witcher einfach ein unheimlich gutes Spiel abgeliefert haben. Also hat man als Gamer gedacht oder auch als Mensch aus der Games-Branche an sich, ne? Das wird der Wahnsinn. Das wird richtig geil. Das wird das Spiel des Jahrzehnts. 2077 wurde meine Stadt als schlimmster Ort zum Leben in Amerika gewählt. Oh, eine Metro. Gründe? Eine unfassbar hohe Gewaltrate und mehr Menschen unterhalb der Armutsgrenze als irgendwo sonst. Es waren in Trailern, ganz am Anfang war so eine Hochbahn oder U-Bahn zu sehen, in der ein Charakter gefahren fliegende ist. Fliegende Autos. Ja, natürlich wollen die Leute dann wissen, kann ich mit der U-Bahn fahren? Wohin kann ich mit dieser U-Bahn fahren? Und so haben sich diese Erwartungen an Cyberpunk 2077 auf Basis des Gezeigten immer weiter aufgeblasen. Es gab von dem Spiel ja schon alles, bevor es das Spiel gab. Es gab Jacken, es gab irgendwelche Figuren, die du bekommen hast. PR und so. Lief die, also die wurde ja wirklich toll. Also ganz ehrlich, die PR war wirklich super. Über die PR kann ich mich nicht beschweren. Ich habe sehr viele Sachen noch rumstehen. Die PR war mega. Ich wünschte, andere Spiele würden das auch so machen. Das, ja, also von den Sachen, die es da so gab und so, voll geil. Der Bauch gepinselt. Today ja. Is the day. Heute ist es soweit. Der Cyberpunk-Stuhl von Secret Lab ist da. Den habe ich nicht. Ich konnte einen ergattern. I got it. Look. Der ist voll geil. Den hätte ich gerne noch. Aber, ich glaube, spätestens wenn man Keanu Reeves als Johnny Silverhand sieht, dann hat es einen auf jeden Fall gecatcht. Die Aktienkurse sind gestiegen ohne Ende und alle hatten einfach Bock auf dieses Spiel. Da war einfach eine unfassbare Spannung drin und jedes Informationshäppchen, was es zu diesem Spiel gibt, das war voll das Ding. So ein bisschen hatte man auch das Gefühl, dass CD Projekt Red vielleicht sogar Freunde von einem sind, die ein Spiel für einen gestalten. Die sind total auf unserer Seite. Die sind immer auf der Seite der Spielerinnen und Spieler. Das Aber ist das war damals auch, fairerweise, das war der Take, den man zu CD Projekt hatte, weil sie auch bei Witcher 3 immer sehr, sehr faire Entscheidungen getroffen haben. Mit den Updates, die DLCs waren mehr als großzügig und so weiter. Es wurden immer sehr, sehr faire Entscheidungen getroffen. Auch mit diesem Witcher-Upgrade, was neulich erst rauskam. Super faire Entscheidungen immer. Und deswegen hat man sich auf CD Projekt verlassen, auch was Cyberpunk betrifft. Cyberpunk, genau, die haben immer auf die Community gehört. Und Cyberpunk war eigentlich ein sicheres Pferd, auf das man setzen konnte. Und ich glaube, deswegen, das zählt noch da rein, abgesehen davon, dass es halt furchtbar war, Release. Aber das zählt, glaube ich, noch mal rein, dass viele Leute sehr, sehr enttäuscht waren, auch teilweise auf persönlicher Basis.
irgendein Konzern, ja, der am Ende des Tages auch Geld verdienen muss oder der, genau, die Fallhöhe war einfach wirtschaftlichen sehr hoch, ja, Zwängen unterworfen, ja, ja, ist. Dass sie eben nicht die Leute, die die Fans sind, abziehen wollen mit Ingame-Käufen oder was auch immer, sondern dass sie sich einfach kümmern. Ich glaube, deswegen war auch das Marketing so gut, weil es so community-nah war. Man hat regelmäßige Updates gebracht und dann kamen diese sogenannten Yellow-Postings immer wieder auf. Und nicht falsch verstehen, ich finde das Marketing und die PR, wie die gelaufen ist, abgesehen jetzt davon von den Sachen, die man bekommen hat, aber ja, was sie gerade sagen, ist wahr. Und ich fand das alles sehr gut. Das ist sehr, sehr gut gelaufen. Wenn das Spiel am Ende noch gestimmt hätte, wäre das ein super geiles Gesamtpaket gewesen. Aber leider war das Spiel in dieser Kombination essentiell. Das hätte halt noch direkt zur Release laufen müssen. Mit ein paar Bugs wäre, glaube ich, okay gewesen. Hätten wir alle gut verstanden. Passiert halt immer. Aber nicht in dem Zustand, wie es rauskam. Aber da sind wir uns, glaube ich, inzwischen alle einig. Auf Twitter, wo sie dann das Spiel verschoben haben. Ah ja, ja. Sollte es aber rauskommen am 10. Dezember 2020. Und das Spiel wurde ja auch noch für die alten Konsolen veröffentlicht, sprich für PlayStation 4 und Xbox One. Ich selber habe gedacht, ja, okay, dann Marlboro auf der Konsole. Oder Marlboro. Das war eine schlechte Idee. Die technischen Probleme von Cyberpunk 2077 auf den Konsolen, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das Spiel stürzt sofort ab oder ich laufe hier zwischen irgendwelchen Pixelklumpen rum. NPCs sind einfach stehen geblieben, haben dubioseste Posen eingenommen. Es gab überall Verformungen von Gesichtern. Leute sind durch Böden geglitscht. Wenn du einen PC hattest oder eine Next-Gen-Konsole, PlayStation 5, Xbox Series X oder S, dann konntest du das Spiel spielen, aber es waren nicht die Versprechungen drin, die du geglaubt hattest zu bekommen. Ich glaube, das, was vielen Leuten im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich das Polizeisystem. Das war einfach nicht vorhanden. Du hast dort eine Straftat begangen, dann ist ein Polizist aufgeploppt, der war einfach da und hat dich dann auch nicht verfolgt, wie es der Fall war. Es war einfach nicht glaubhaft. Es gab keinen Multiplayer, mit dem haben sie auch beworben. Die Welt war leblos, karg, die Menschen sind nicht ihrem täglichen Business nachgekommen, sondern sind eher im Kreis gelaufen. Es gab einfach unheimlich viele Dinge, die sie angepriesen haben, die nicht im Spiel waren und die einfach auch keinen Spaß gemacht haben. Das bitte drin lassen. Komm, ganz ehrlich, bei GTA feiert man das auch. Du hast dich verarscht gefühlt. Es war, es schwebte so ein kleiner Geruch von fast sogar Betrug im Raum, weil dieses Spiel einfach nicht funktioniert hat. Dann fragt man sich natürlich auch, wussten die, dass das nicht gut läuft? Aber haben sie es einfach behauptet in der Hoffnung, dass sie es noch hinkriegen? Das ging ja so 100 Pro wussten die das. Ja, das wussten die. Die wussten schon, was die released haben. Also Hand aufs Herz, ja. Die wussten, was die released haben. Und das wusste man auch vorher. Und man hat auch die ganzen Versprechungen gemacht, dass es auch auf Last Gen läuft. Und zwar aus einem Grunde, weil damals, zu dem Zeitpunkt, gab es kaum PS5. Ja, also musste man das noch, solange Last Gen noch da war und das größte, ne, der größere Teil des Marktes war, musste man das noch auf die Konsolen prügeln, um es irgendwie mit abzuverkaufen. Und das war hinterfotzig. Ist das richtige Wort dafür, glaube ich. Ja, das war nicht so gamernah, muss man leider sagen. Sogar so weit, dass selbst Sony dann gesagt hat, ey, wir nehmen das Spiel erstmal aus dem Shop raus, was, glaube ich, bis dato noch nie vorgekommen ist. Gerade bei so einem AAA-Spiel. Wir sprechen ja wirklich von dem meist erwarteten Spiel des Jahres. So, alle wollten dieses Spiel spielen. Das war wirklich ein großes Fiasko und das hat es in diesem Maße noch nie gegeben. Ich meine, der Aktienkurs ist immens eingebrochen. Und das auf eine drastische Art und Weise, wie man sie selten, ich glaube, überhaupt am Aktienmarkt beobachten kann, außer bei ganz großen Skandalen. Und daraufhin folgte dann natürlich auch die Klage von diversen Investoren. Tja, wie konnte das passieren?